Sicherlich haben sehr viele Leute oder jeder von uns mal die Frage gestellt, bevor er recht geleitet wurde: Ich bin auf der Erde, was ist Sinn meines Lebens? Warum lebe ich überhaupt? Warum bin ich hier? Wo komme ich her und was mache ich hier? Oder warum führt die Reise? Und Alhamdulillah, wir haben die Antwort darauf. Man muss das Thema mit einem reinen Gewissen, ganz ohne Vorurteil an die Sache rangehen. Was ist Sinn deines Lebens? Wenn man darauf keine Antwort hat, dann ist man ein unglücklicher Mensch. Glaub es mir, ist ein unglücklicher Mensch. Warum? Weil man macht Aktivitäten und es hat einen Hintergrund, es hat ein Motiv. Warum lebst du? Was ist Sinn deines Lebens? Und wenn man darauf keine Antwort hat, dann ist man unglücklich. Man möchte diese Frage mit diversen anderen Aktivitäten überspielen. Man möchte sich einfach, ganz platt ausgedrückt, ablenken. Man redet auch von einer Unterhaltungsgesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft wird unterhalten. Und wenn man diese Frage stellt, was ist Sinn deines Lebens, dann erhält man, bekommt man gewöhnlich 4 Antwortmöglichkeiten. Die erste Antwort auf die Frage ist, keine Ahnung. Warum hast du ein Handy? Ja, damit ich telefonieren kann. Warum stellst du mir die Frage? Warum lebst du? Ja, keine Ahnung. Warum kaufst du dir ein Auto? Damit ich von A nach B fahren kann. Warum lebst du? Keine Ahnung. Warum baust du ein Haus? Damit ich drin wohnen kann. Was ist das für eine Frage? So selbstverständlich. Warum lebst du? Was ist in deines Lebens? Keine Ahnung. Deswegen, das zeigt, dass diese Gesellschaft, dass die Mitmenschen darüber sehr wenig Gedanken machen. Das ist eine traurige Sache. Weil jeder Mensch wird irgendwann sterben. Was passiert danach? Und die Leute, die darauf so antworten, sind unzufrieden, sind unglücklich, auch wenn die das nicht ehrlich zugeben. Die zweite Antwort ist, Spaß zu haben. Und jemand, der so eine Äußerung von sich gibt, ist kurz vor der Zerstörung. Weil jeder Moment, jede Sekunde, wo er keinen Spaß hat, ist eine verlorene Zeit. Ich habe keinen Spaß. Und die siehst du, die Leute, nicht nur freitags, nicht nur samstags, nicht nur sonntags gibt es Disco, sondern auch in der Woche gibt es Disco. Warum? Weil man in Spaßwahn lebt. Des Weiteren, was ist der Sinn deines Lebens? Weil der Spaß hört sich so ein bisschen primitiv, so kindisch an. Was sagen die dann? Zufriedenheit, Gesundheit, Glückseligkeit ist Sinn in meinem Leben. Aber Zufriedenheit, Glückseligkeit ist was? Ist kein Sinn im Leben, sondern ein Zustand im Leben. Des Weiteren hört man immer wieder, ich bin ein Arzt und das ist Sinn meines Lebens, ja, damit ich anderen Leuten helfen kann. Oder ich möchte ein guter Familienvater werden. Ich möchte Verantwortung tragen, ich möchte für meine Familie sorgen und so weiter und so fort. Was ist das? Ist das auch ein Sinn im Leben? Ein guter Familienvater zu werden, ein guter Arzt zu werden, ein guter Rechtsanwalt zu werden? Natürlich sind das gute Sachen, gute Eigenschaften, gute Punkte, aber das ist wiederum kein Sinn im Leben. Das sind Prioritäten, das sind vielleicht Ziele. Ich bin jetzt der beste Arzt geworden. Und jetzt? Was passiert jetzt? Oder mein Hobby, ich möchte der beste Boxer werden. Ja? Und du bist der beste Boxer. Und dann? Was ist denn? Ist nichts. Aber jetzt muss man uns die Frage stellen, wenn wir diese 4 Antwortmöglichkeiten erhalten, was ist die Ursache? Weil wir müssen nicht das Problem behandeln, sondern die Ursache behandeln. Das heißt, woran liegt das, dass wir keinen Sinn im Leben gefunden haben? Oder die Menschen, die Andersgläubigen. Warum? Warum haben die keinen Sinn im Leben gefunden?